Das ist mit dem Mädchen, ich sag euch das nur. Ja, das ist ein gut gemeinter Rat. Ja, also ich lasse mich hier nicht von euch verarschen und vorführen lasse ich mich auch nicht. Und ich weiß ganz genau, wo der Clip hier landet, den ihr von mir dreht. Den setzt ihr nämlich ins Internet, damit die Leute über mich lachen. Sehe ich das, prügel ich euch in den Rollstuhl, das sage ich euch. Ja, ist mir scheißegal, ich habe hier noch Kohle. Ich habe so viel Kohle, ich kann mich jederzeit freikaufen, ja. Ich könnte jede Strafe bezahlen, auch wenn sie nicht gerecht wäre. Ja, ihr kriegt von mir richtig, ihr kriegt Backpfeifen, ihr kriegt Katzenköpfe. Ich suche euch zu Hause auf, ich mache euch das Leben zur Hölle. Den Rest eures Lebens mache ich euch zur Hölle, verspreche ich euch, ja, mich hier dermaßen vorzuführen. Normalerweise müsste ich dir auf deine Kamera langen und dir das Ding in Rachen stoppen. Ja, ich müsste dir das Ding an der Schläfe kloppen, du Penner. Verpiss dich, mach, dass du hier rauskommst. Du machst das alles noch viel schlimmer. Du wirst mich kennenlernen, versichere ich dir. Deine Schnauze merke ich mir, ich mir eingeprägt. Diese blöde, hässliche Kasperle-Fratze. Du kannst mal dein Mikrofon und das alles, das kannst du dir sonst wohin stecken, Junge. Deine Sicherheit mir merkt. Ich weiß, wo dein Haus wohnt, du Backpfeifengesicht. Verpiss dich jetzt mit der Kamera. Nimm das Ding aus meinem Gesicht. Verstehst du die deutsche Sprache nicht? Muss ich deutlicher werden? Ich trete dir mit meinem Fuß in deine Weichteile. Ich trete dir die Zeugungsunfähigkeit in den Leib. Ja, sag ich dir, ich trete dir den Sack weg. Ich amputiere dir hier eigenhändig den Sack mit meinem Fuß. Das sag ich dir. Ja, mit mir ist nicht zu spaßen. Ich reiß dir die Eier ab. Verpiss dich. Mach, dass du dich verpfeifst, sag ich dir. Deine Sicht habe ich gescannt.